Dann fahren wir hier vorsichtig mitten rein. So der Plan. Ich müsste das doch eigentlich sehen, wenn es tiefer wird, oder? Schauen wir mal, ob ich das sehe. Da vorne sind, glaube ich, schon die Vorkommen. Also wir sind praktisch schon da. Hallo und herzlich willkommen zu Satisfactory. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind wieder sicher zu Hause. Den Ausflug haben wir fast überlebt. Das ist die nette Dame, die letzte Episode den Ausflug gemacht hat in Richtung Ölvorkommen. Die hat all unser Zeug an Bord. Also, ja, was soll man sagen, ne? Please fix. Deswegen musste ich nochmal alles neu herstellen. Also man muss wirklich vorm Ausloggen immer die Sachen sichern und dann nochmal speichern. Das habe ich vergessen. Und dementsprechend haben wir unser Zeug jetzt wieder verloren. Ich hoffe, wir kriegen das irgendwann alles zurück. Mal gucken, aber viel wird es uns dann auch nicht mehr helfen. Wir bräuchten es, wenn dann jetzt. Na gut, ich habe auf jeden Fall schon mal alles vorbereitet. Heute gehen wir nochmal in Richtung Ölvorkommen los. Wir nehmen alle Ressourcen mit, die wir so brauchen, um da so die Basics aufzubauen. Wir brauchen nämlich ganz dringend Plastik und so ein paar andere Sachen, die hauptsächlich aus Plastik hergestellt werden, glaube ich. Wir brauchen Plastik, wir brauchen, ja, Fuel ist nicht so wichtig. Wir brauchen aber noch Rubber. Das wird aus Plastik hergestellt. Und, nee, das wird direkt aus Öl hergestellt, okay? Also Rubber und Plastik brauchen wir. Wir brauchen natürlich die Circuit Boards und die Computer. Und dafür brauchen wir das eben. Und dementsprechend müssen wir uns jetzt wirklich auf die Socken machen. Wir haben schon alles erforscht. Wir können jetzt die beiden Dinger hier bauen. Ölpumpe haben wir eh schon stehen. Oil Refinery können wir auch bauen. Und dann brauchen wir wahrscheinlich einen Constructor, der da draus dann dementsprechend Plastik und Rubber macht, also Gummi. Das kriegen wir auf die Reihe. Wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden dahin. Wir müssen natürlich eine Fahrzeugstation aufbauen, damit wir dann da hin und her reisen können und die Ressourcen transportieren können. Ich denke, wir machen das vorerst mal mit dem Traktor. Wir können das andere Fahrzeug eh noch nicht bauen. Und ich glaube, es ist übertrieben, da so ein Conveyor Belt zu bauen. Das ist einfach viel zu weit. Ich denke mal, also Luftlinie sind es hier irgendwie 2,5 Kilometer oder so. Und das sehen wir jetzt nicht. Da musste ich wieder nach Öl scannen, dann würden wir es ungefähr sehen, ne? Und wenn wir da mit dem Fahrzeug oder zu Fuß hingehen, dann wird es nochmal weiter sein. Das werden schon so 4 Kilometer sein. Und das ist einfach super weit für so ein Conveyor Belt. Deswegen nehmen wir jetzt mal den Traktor. Wir haben ja dann sowieso eine unbegrenzte Fuel-Quelle. Das heißt, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Da kann er so viel verbrennen, wie er will. Wir müssen es halt nur herstellen, dann ist das kein Problem. Wir starten jetzt einfach mal. Ich hätte natürlich den Assembler schon mal aufbauen können, den neuen. Das ist auch super cool. Können wir uns ja nochmal angucken. wo ist das Teil? Der Manufacturer heißt es. Mit 4 Eingängen. Total crazy. Damit könnten wir jetzt dann diese Frames herstellen, die wir hier auch dafür brauchen. Diese Modular Frames. Das, denke ich, machen wir dann, sobald wir zurück sind und ein bisschen Plastik haben. Dann können wir gleich noch mehr Sachen aufbauen. Und den werden wir dann bestimmt auch für ein paar andere Sachen brauchen. Das ist echt eine Riesenmaschine. Mal gucken, wie groß der dann ist. Ich habe zu diesen Ölvorkommen einen deutlich kürzeren Weg gefunden. Und das ist eigentlich auch, war ich schon so ein bisschen absehbar, dass es da kürzer ist. Und zwar geht es dann hier durch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir mit dem Fahrzeug da durchfahren können und wollen. Eigentlich nicht. Also das ist ein bisschen sehr eng, ne? Ich denke, wir fahren außen rum. Da können sie uns auf die Seite legen. Außerdem gibt es hier einige coole Vorkommen. Der Pilz ist übrigens nachgewachsen. Also die Sachen scheinen jetzt wirklich nachzuwachsen, wie es aussieht. Ich weiß nicht, ob die Sachen nachwachsen, wenn man die absägt, die Büsche. Oh, da ist schon wieder ein Viech. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, also die Viecher respawnen natürlich auch. Ist ja klar. Wo ist er hin? Da ist er. Aua. Lass mich in Ruhe. Ich krieg dich. Ich glaube, wir haben ihn. Okay. So. Gut. Wir könnten hier durchfahren. Das ist schon wieder eher ein Weg, den man nutzen könnte. Ich denke, den nutzen wir auch. Sonst müssen wir so einen großen Umweg fahren. Da werden wir halt einiges kaputt machen. Das können wir da jetzt nicht verhindern. Ich habe die Kettensäge dabei. Nicht zum Spaß, sondern... Faust das Teil. Wir wollen natürlich nichts verschwenden hier, ist ja klar. Ich will das Zeug nicht mit dem Fahrzeug zerstören, sondern wir sammeln das auf. Das macht mehr Sinn. Gut, das werden wir wahrscheinlich kaputt fahren müssen.
Und das ganze Holz wird dann aufgeladen, wird zu Biofuel und Biomass verarbeitet. Da verschwenden wir auch nichts. Und wir sollten jetzt auch genug Slots haben, um das alles mitzunehmen. Das müssen wir abbauen. Bäm, bäm, bäm. Bäm, bäm, bäm. Wir haben immer noch keinen Bohrer. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwann mal einen gibt oder ob wir immer diesen Schraubenzieher nehmen müssen. Go, go, go. Das sieht doch mal... Da kommt ganz schön viel raus. Dann haben wir wieder ziemlich viel Limestone dabei. Das brauchen wir eigentlich nicht. Bäm, da ist er weg. Gut, das lassen wir stehen. Vielleicht überlebt es ja unsere Fahrzeuge, was ich nicht denke. Aber mal gucken. Wir holen den jetzt mal nach, den Traktor. Und das ist eigentlich das, was ich jetzt mal machen werde. Ich werde hier ganz gemütlich die Wälder absägen und uns dann einen schönen Weg bauen für den Traktor. So ist der Plan. Und dann fahren wir auf dem Rückweg, zeichnen wir dann den Weg auf und fahren dann direkt nochmal hin und dann kennt er den Weg und kann selbst pendeln. Dann müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Ja, das hat er jetzt abgefahren, umgefahren, kaputt gefahren. Okay. Ja, dann müssen wir nämlich hier lang fahren und da links abbiegen. Fahr nichts kaputt, ne? Genau, und da geht's dann schon runter zum Strand. Da sind wir dann praktisch schon am Strand und müssen einfach nur den gesamten Strand entlang. 2-3 Kilometer. Das ist dann eigentlich schon ziemlich kurz. So, ich nehme mal die ganzen Bäume hier mit und Büsche und was hier sonst noch so rumsteht. Das wird nämlich wahrscheinlich früher oder später kaputt gefahren, wenn der hier alleine durchfährt. Okay. Und dann sieht es doch schon viel besser aus. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht aus, als würde da schon wieder so ein Relikt stehen, ne? Das holen wir uns. Cool. Oh, da ist irgendwas. Was ist das? Irgendein Viech. Oh, sieht komisch aus. Mach's weg. Komm schon. Okay, wir sollen das harvesten. Das können wir machen. Kein Problem. Alien Organs. Okay. Irgendwie nichts super. Harvest? Müssen wir irgendwas damit machen? Ich glaube nicht, dass wir damit was machen können. Achso, wir sollen das Artefakt mitnehmen, oder? Die sind ziemlich scharf da drauf. Kommen wir da irgendwie hoch? Okay. Also wir sollen das auf jeden Fall mitnehmen, wie es aussieht. Aber ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Ja, doch. Summer Sloop. Work in progress. Cool. Also kriegt man jetzt so eine neue Mitteilung, die kennen wir noch nicht. Aber von den Dingern haben wir schon welche. Summer Sloop. Und das war ein komisches Alienviech. Das hat irgendwie... Das hat ja kein Feuer geschossen, sondern irgendwelche anderen Partikel. Die sind relativ einfach zu besiegen, wenn man vor denen so ein bisschen in Deckung geht. Das funktioniert ganz gut. So, das nehmen wir wieder mit hier. Und dann geht's erstmal wieder weiter, ne? Das ist so weit. Ich säg einfach alles ab, was im Weg steht. Mach uns hier einen breiten Korridor. Und da ist jetzt der eigentliche Strand. Wir waren schon kurz am Strand, aber hier geht's dann runter. Und da bleiben wir dann, glaube ich, am Strand. Wenn ich mich recht erinnere. Oder? Müssen wir noch eins weiter? Können wir nochmal scannen. Das ist ziemlich unübersichtlich und ziemlich weit. Mal gucken, was jetzt... Wo es das Öl gibt. Möglicherweise müssen wir noch ein Stück geradeaus. Und da vorne an... Ja, wir müssen da vorne an den Strand. So war das. Gut, machen wir. Also zum Glück haben wir das Fahrzeug dabei mit vielen Slots. Ich habe schon unglaublich viel Zeug geerntet. Nehmen wir auch noch mit. Also Biomass haben wir dann auf jeden Fall schon mal gut aufgestellt. Yeah, hier ist ein neues Wrack. Das kennen wir noch nicht. Da bin ich auf dem Hinweg schon vorbeigekommen. Also ich kenne es schon. Ich habe gedacht, wir gucken uns das zusammen an.
Und da ist auch wieder ein Container dabei. Hier gibt es diese Circuit Boards, also das ist so ein höherwertiges mit Heavy Modular Frames. Die brauchen wir gleich zum Bauen. Und möchte was? Nee. Reinforced Iron Plates, auch gut. Alles gut. Cool. Und hier ist so eine Box. Die können wir, glaube ich, auch öffnen. Wir brauchen da noch nicht mal was für. Sieht jedenfalls nicht so aus. Und. Bam. Hard Drive. Super cool. Wir müssen auch den anderen Hard Drive erforschen. Der liegt zu Hause. Der ist, glaube ich, schon fertig erforscht. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Null. Das ist schlecht. Egal, wir sind ja bald da. Da können wir da so ein paar Ressourcen verschwenden und dann müssten wir wieder ein bisschen Platz haben. Jetzt haben wir natürlich hier viel Zeug aufgesammelt. Das braucht auch wieder alle Slots. Na gut. Ich glaube, wir haben alles, oder? Liegt hier irgendwo noch was? Ich kann nichts sehen. Da ist noch eine Platte. Okay. Ich glaube, wir haben alles erwischt. Das Wasser ist hier zum großen Teil sehr flach, aber es gibt auch Stellen, wo man schwimmen muss. Schau mal hier unten das Wasser. Oh, bitte nicht. Nein. Can't enter or use. Nein. Ich glaube, ich habe ihn versenkt. Können wir den hier jetzt nicht mehr rausholen? Ich wollte das unbedingt testen, ob wir hier durchkommen. Aber ich glaube, ich habe ihn versenkt. Ja, also hier ist eine Stelle, wo man sofort schwimmen muss. Tauchen kann man, glaube ich, nicht. Das habe ich schon versucht. Das habe ich noch nicht hinbekommen. Man sieht auch immer den Boden. Also richtig tief ist es eigentlich nie. Aber hier muss man schon schwimmen. Oh nein. Ja gut, ich kann ihn abbauen und wieder hinstellen, oder? Das ist ein bisschen unpraktisch. Wir können ja einen neuen bauen. Machen wir das mal. Dann gehen wir mal dahin. So. Und wir können den alten eigentlich fast da stehen lassen, ne? Wir müssen nur die Ressourcen mitnehmen, die wir brauchen. Und dann nutzen wir den erstmal als Storage Box einfach. Ich denke mal, der wird da stehen bleiben. Hier packen wir mal die Hard Drives rein. Bisschen Sprit. Die verbrennen unglaubliche Mengen an Sprit. Das ist ein bisschen unpraktisch. Die Blätter, das Holz. Inventory Management und so. Das ist auf so langen Reisen natürlich ziemlich wichtig. Das Zeug können wir auch mal damit reinpacken. Die Blätter, Holzstacks sind noch nicht voll. Ich habe auch Mycelia schon wieder dabei. So total viel Zeug dabei, was wir nicht brauchen. Das können wir auch hier reinpacken zum Erforschen. Ein paar Blätter. Okay, das passt dann erstmal wieder. Wir müssen noch die Ressourcen mitnehmen. Wir brauchen das da. Das ist alles wichtig zum Bauen. Das habe ich extra eingepackt. Und den Rest lassen wir hier erstmal stehen. Okay, wir haben die ersten Verluste. Mit den Teilen sollte man also besser nicht ins Wasser fahren. Jetzt haben wir was dazu gelernt. Das nehmen wir mit. Wir müssen später aber unbedingt abkürzen durchs Wasser und durchs Meer. Das sollte aber eigentlich kein Problem sein. Weil das Wasser da überall super flach war. Ich scanne nochmal. Ich denke aber, das ist noch ein ganzes Stück. Oder? Ja, 400 Meter. Ach so, hier könnten wir dann schon abkürzen durchs Meer praktisch. Ist halt die Frage, ob wir das jetzt schon wollen. Ich will da nicht wieder absaufen. Aber hier sieht es jetzt ziemlich flach aus, ne? Also hier könnten wir das, glaube ich, machen. Das war nur da vorne so tief. Das hier ist alles ziemlich flach. Oh, ich sehe uns schon wieder absaufen. Wir versuchen es einfach mal. Das müssen wir wegmachen, das Viech. Das greift uns jetzt eh wieder an. Kommt schon. Oh. Die sind echt gut. Die treffen so gut. Okay. Aber es hilft ihnen nicht viel. Dann fahren wir hier vorsichtig mitten rein. So der Plan. Ich müsste das doch eigentlich sehen, wenn es tiefer wird, oder? Schauen wir mal, ob ich das sehe. Da vorne sind, glaube ich, schon die Vorkommen. Also wir sind praktisch schon da. Ja, wir kommen hier auf jeden Fall durch. Easy. Easy peasy. So lang ist es eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich den gesamten Weg frei gemacht. Und wir können da mit einem Traktor durchfahren. Und ich glaube, beim Traktor geht es relativ schnell, ehrlich gesagt. Das größte Problem ist eigentlich, die ganzen Pflanzen wegzumachen und so. Die hätte ich auch alle über den Haufen fahren können. Aber wir brauchen ja das Biofuel sowieso aktuell noch. Mal gucken, ob wir es noch brauchen, wenn die Ölvorkommen jetzt komplett stehen.
So, das mache ich auch alles frei. Das ganze Grünzeug kommt weg. Ich denke, wir heben das auch mal auf. Vielleicht können wir das später für irgendwas anderes verwenden. Vielleicht bauen wir doch noch irgendwie Beete oder sowas. Und pflanzen da was zu essen an und brauchen dann Biomass, um das zu düngen. Wer weiß. Wer weiß. Nicht, dass wir das jetzt alles verschwenden. Kettensäge raus. Ich mache hier noch ein bisschen frei die Gegend und dann können wir eigentlich mal anfangen und gucken, ob wir jetzt direkt schon Fuel herstellen können. Ich denke, das können wir. Und das wäre auch super wichtig, weil die Fahrzeuge können wir mit Biofuel echt nicht fuelen. Ich denke, wenn wir die automatisiert fahren lassen, brauchen die pro Strecke 100 Fuel oder so. Ich denke, 100 dürfte es auf jeden Fall sein. Und das ist dann ein bisschen viel für Biofuel. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt ist ein bisschen freier. Jetzt bauen wir irgendwo so eine Truckstation hin. Ich denke mal hier draußen an den Strand. Die müssen ja nicht so nah daran fahren. Stellen wir das mal. Hier gibt es ja mehrere Ölvorkommen. Ne? Da vorne ist ja auch noch eins. Ich denke, wir stellen das mal in die Nähe von diesem Ölvorkommen. Das da hier ist. Eigentlich können wir das dann direkt hier davor stellen, oder? Planung und so. Stellen wir das mal hier hin. Mit den Eingängen hier zu uns. Und oh, ich glaube, ich muss noch kurz die Pflanzen hier abbauen. Das Ding wollen wir nicht kaputt machen. Das heißt, wir müssen das die Station irgendwo hinstellen, dass wir da auf jeden Fall in großen Bogen außen rumfahren. Wie wäre es denn hier? Ungefähr so. Direkt dahin, wo der herkommt praktisch. Das müsste doch super passen. Bäm. Dann müssen wir gar nicht so weit da reinfahren. Okay. Hier ist das Vorkommen. Das müssen wir dann ein bisschen freilassen, dass wir da was draufstellen können. Oh, der arme kleine Rabe. Die Dinger sehen aus, ey. Okay. Und jetzt bauen wir mal so eine Refinery und gucken, was die macht. Haben wir eigentlich die Ressourcen, um noch ein zweites Öldingens zu bauen? Müssten wir eigentlich, ne? So eine Ölpumpe. Dann stellen wir hier doch einfach auch noch eine hin. Dann nutzen wir zuerst mal die hier. Und ich drehe die mal hier vor an den Strand. Ich denke, wir müssen das alles erst verarbeiten. Dementsprechend stellen wir die da jetzt mal so hin. Die wird ja dann Öl herstellen, vermutlich. Also Öl aus dem Boden pumpen. Und das müssen wir dann in Fuel umwandeln mit der Refinery. So ist jetzt meine Vermutung aktuell. Gucken, wie das dann wirklich läuft. Die stellen wir dann einfach direkt davor, so. Ungefähr so. Die ist riesengroß. Und die mal hier hin. Bäm! Okay. Oh, das macht Geräusche, das Ding. Das ist ziemlich riesig. Okay, unsere Ölraffinerie. Die sieht schon ziemlich cool aus. Ach so, und das Ding stellt dann Fuel und Rubber her. Ah. Dann müssten wir das eigentlich zu Hause hinstellen. Das braucht Fässer. Also ich denke mal, das wird direkt in Fässer umgefüllt. Und wir brauchen eigentlich... Dann können wir das wieder mitnehmen. Wir können dann die Fässer transportieren. Wir müssen das Fuel nicht hier herstellen, sondern können das zu Hause machen. Das heißt, hier leiten wir dann das direkt in die Station rein, ne? Machen wir das mal. Conveyor Belt. Bam und bam. Ich glaube, das sind zwei Eingänge. Genau. Dann müsste das funktionieren. Wir haben ja sogar zwei Eingänge. Das ist super praktisch. Wir haben auch echt viele Slots. Deutlich mehr, als der Truck hat. Also, das sollte theoretisch funktionieren. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich Strom. Das heißt, wir müssen erstmal zurück nach Hause, müssen noch die Stromkabel verlegen und dann muss ich mich nochmal auf den Weg machen. Und dann müssen wir auch noch hin und her fahren und dem Truck den Weg zeigen. Das müssen wir ja auch noch machen. Das heißt, ich muss noch öfter hin und her. Okay. Dann würde ich sagen, gehe ich jetzt nochmal zu Fuß nach Hause. Oder können natürlich auch einfach den Truck nehmen, ne? Vielleicht nehmen wir doch den Truck, weil da sind die ganzen Ressourcen drin, die müssen eh nach Hause. Laden dann noch... Genau, laden noch alles aus dem anderen Truck, der abgesoffen ist, aus. Alles, was wir mitnehmen können. Fahren das nach Hause.
legen Stromleitungen. Das kann ich eigentlich auf diesem Weg schon machen, ne? Oh, hier wird es zu tief, glaube ich. Ich glaube, wir müssen hier fahren. Genau, dann lerne ich die Strecke gleich so ein bisschen kennen. Dann sollte das eigentlich ganz gut funktionieren. Wir können die ja dann mit Stromleitung abstrecken, abstecken. Dann sollte ich die auch finden. Das ist eigentlich auch ein ganz guter Plan, denke ich. Stellen wir mal hier so einen Pfosten daneben. So. Wunderschön. Und den bringen wir jetzt bis nach Hause zurück. Und der Truck kann dann sich an dem Pfosten orientieren. Und säuft dann hoffentlich nicht ab, so der Plan. Oh, da ist schon wieder so ein Riesenviech. Das ist nicht gut. Wir sind nicht mehr weit von zu Hause entfernt, glaube ich. Hey, du. Oh, der fand das nicht so gut. Oh, wow, 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 wow. Chill mal. Der ist überhaupt nicht gechillt. Oh. Alter, ist der schnell. Okay, wir haben... Eieiei. Drei Panzer hatte der. Wir sind jetzt wieder... Da oben ist das Werk, was Quickwire benötigt. Wow, wow. Das ist ein kleiner. Okay. Die Kleinen gehen etwas schneller. Und wir wollen ja hier hoch, ne? Also ich glaube, das ist der Weg, den wir freigeschlagen haben. Ich dachte schon, da wäre alles respawned. Aber wir müssen einfach nur ein paar Meter weiter, glaube ich. Wenn wir den Pfosten da hinstellen. Und den nächsten packen wir dann da unten in die Schlucht oder oben drauf. Oh, da ist wieder so ein Feuerspucker. Ja, ich denke, den packen wir hier in die Schlucht. Wir stellen den am besten hier hin, dann fahre ich die Pflanze nicht um, hoffentlich. So. Ich versuche die ganzen... Oh, das sind... Oh. Zwei sind es hier und einer ist oben. Nicht gut. Okay. Die haben wir. Die sind nicht ungefährlich. Da muss man ein bisschen aufpassen. Die haben mich jetzt zur Hälfte gekillt. Sogar ein bisschen mehr. Wir brauchen Beeren. So. Erstmal wieder Vollfutter, ne? Man sollte immer satt in den Kampf ziehen. Ganz wichtig. Das ist falsch. Das sind die Beacons. Wir brauchen die Waffe. Okay, ja, dann sind wir gleich zu Hause. Das heißt, ich werde da mal ausladen. Und wahrscheinlich fahre ich dann erstmal die Route ab, damit unser Truck die kennt. Das wäre noch sehr wichtig. Und... Mann, das gibt echt viel Vorbereitungsstuff hier. Wir müssen ja einmal hin und einmal zurückfahren, nur damit der Truck die Strecke kennt. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand. Ich glaube, teilweise waren Büsche respawned. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Das müssen wir mal irgendwie so ein bisschen beobachten. Ich weiß nicht, wie die KI hier durchfährt mit den ganzen Steinen. Ich hoffe mal gut. Das werden wir dann auch sehen. Aber da vorne ist unsere Base. Das sind nur noch ein paar Meter. Da sind wir. Wir können jetzt auch direkt mal nachschauen, was wir hier letzte Episode gefunden haben. Ach, das haben wir schon geschaut, ne? Und dann wollte ich noch das... Ach so, wir dürfen auswählen. Das haben wir noch nicht geschaut. Also wir haben dieses Hard Drive erforscht. Und jetzt dürfen wir auswählen, was wir gerne hätten. Das ist ziemlich gut. Alternate Blueprint für Modular Frames. Dann brauchen wir immer noch die Platten. Wir brauchen aber statt den Schrauben die Steel Plates, oder was? Was war das zweite an den Zutaten? Ich glaube, das waren Schrauben, ne? Six parts per minute. Ich weiß nicht, ob das ein Upgrade ist. Das klingt für mich nicht nach einem Upgrade. Die Schrauben können wir jetzt aus zwei Barren herstellen, statt aus den... Das wäre ein Upgrade. Bis jetzt müssen wir, glaube ich, immer einmal... Boah, das müssten wir direkt checken. Wir müssen solche Rods herstellen und aus den Rods können wir dann die Schrauben herstellen. Ne? Das sind die Rods. Die Iron Plate. Iron Rod kostet ein Barren. Und die Screws kosten ein Barren, es kommen 6 raus. Also gut. Dann gucken wir das jetzt nochmal nach. 6 Schrauben. Da kommen Screws raus, wir brauchen aber 2 Barren. 90 pro Minute. Ist das viel oder wenig? Ich glaube, für Schrauben ist das nicht viel. Okay, also es ist super schwer zu sagen. Das kann ich überhaupt nicht sagen, ob da jetzt irgendwas ein Upgrade ist oder nicht. Wir bräuchten auf jeden Fall weniger Geräte, das heißt, wir könnten Platz sparen. Das ist schon mal klar.
Alternate Blueprint Rotor. Okay. Oh, die Qual der Wahl. Ich glaube, wir nehmen mal die Schrauben. Das klingt nämlich echt praktisch. Machen wir das mal so. Bam. Data on the hard drive has been salvaged and can be repurposed to unlock an alternate recipe. Salvaging more hard drives will provide additional alternate recipes. Okay, cool. Also wir haben noch einen Hard Drive gefunden, aber ich erforsche jetzt als nächstes mal dieses Mycelia, also dieses Pilzmycel. Ah, da brauchen wir 5 Stück. Dann holen wir noch 4. Das würde mich auch sehr interessieren, was da rauskommt und was das bringt. Da haben wir ja einen Haufen von gefunden. Wir brauchen 4 Stück. Der Rest kann hier bleiben. So. Ich habe noch keine bessere Möglichkeit gefunden, die Stacks zu splitten. So. Mycelia, 4. Bam. Oh go. 4,5 Minuten. Ich habe wieder Ressourcen eingepackt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Die Organe können wir mal hier lassen. Die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Und Sprit, ne? Wir bräuchten noch... Wie viel haben wir denn? 167 sollten reichen für hin und zurück. Ein bisschen was haben wir noch an Bord. Kettensäge brauchen wir hoffentlich nicht mehr so oft. Die ja, wir haben noch 5 an Bord. Das packen wir zum großen Teil da rein. So. Ich glaube, das reicht für hin und zurück. Und... Dann, also wenn ich fahre, wenn der NPC hier fährt, dann nicht. Der braucht deutlich mehr. Dann machen wir uns jetzt wieder auf die Socken. Und ich fahre jetzt erstmal so. Ich zeichne noch nicht auf. Wir zeichnen danach auf. Aufzeichnen heißt, ich muss hin und zurückfahren, ohne Pause, soweit ich das sehe. Wenn wir Pausen machen, dann scheint das nicht so gut zu funktionieren. Ich habe hier jetzt eine neue Truckstation hingestellt. Die andere ist hinterm Haus, das ist ein bisschen unpraktisch. Das machen wir lieber so. Und dann müssen wir hier natürlich... eine Plastik- und Kunststofffabrik hochziehen, ne? Ah, der fängt schon an, der will uns schon einladen hier. Okay. Ne, wir hauen erstmal wieder ab. Machen uns wieder auf die Socken. Und bauen da drüben erstmal alles auf. Strom haben wir jetzt, Stromversorgung steht. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch die Truckroute und die entsprechenden Geräte. Und dann sollte alles startklar sein. Mal gucken, wie viel Sprit das ist. Ich denke, das wird genauso viel sein wie bei den Kohlevorkommen Kohle. Was dann wiederum heißt, dass wir sehr viel Zeug hin und her karren müssen. Das wird ein bisschen hakelig. Mal gucken, wie sich das machen lässt. Also ich denke, ein Inventar wird nicht lange reichen, so ein Truck-Inventar. Aber wir haben jetzt dann bald die größeren Trucks und die können auch wieder mehr transportieren. Und dann könnte das theoretisch wieder aufgehen. Ich denke mal, wir brauchen ungefähr so 5 Minuten für einen Weg. Höchstens. Es könnte auch schneller gehen. Wenn ich Vollgas gebe, geht es bestimmt ein bisschen schneller. Das ist nämlich gar nicht so weit. Ich denke mal, das dürften so 3-4 Kilometer sein. Ne? Wir haben einen ziemlich direkten Weg gefunden und durch die schöne Stromleitung wissen wir dann auch genau, wo es lang geht. Hier sieht es super interessant aus. Also gibt es überall Artefakte, irgendwelche komischen Viecher und so. Das müssen wir alles noch erforschen, aber im Moment bin ich so ein bisschen fokussiert hier auf unser Ölvorkommen. Da oben ist eine Schnecke und noch alles Mögliche. Es gibt unglaublich viel zu sehen hier. Da sind Büsche respawned. Also jetzt scheinen inzwischen Tiere und Ressourcen zu respawnen. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, wir kriegen wieder was zu essen und wir kriegen neue Biomass. Super gut. Ja, und da vorne sind wir dann schon da. Also es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Ups. Ja, muss ich ein bisschen gucken bei diesen ganzen Felsen und so. Wir brauchen eine gute Route, wo die Bots nicht stecken bleiben. Das ist wichtig. Bäm, da geht's los. Strom ist da. Das Ding braucht 40 Megawatt. Okay, das produziert mega schnell. Oh. Ich denke, wir müssen upgraden. Nehmen wir das nochmal raus und bauen da... Was brauchen wir denn? 240 pro Minute. Das heißt, wir brauchen eigentlich schon ein Tier 3, ne? Das Ding kann nur 120. Alles klar. All in. So. Easy. Wow, wow, wow. Da kommt das Zeug angeschossen. Wie sieht's aus? Ja, es geht ungefähr auf, ne? Das Laufband ist minimal schneller. Und... dann dauert das wahrscheinlich höchstens 2-3 Minuten, bis das Ding hier voll ist. Okay, das dauert ein bisschen länger. Da sind schon viele Slots.
Aber ich denke, nach 3 bis 5 Minuten haben wir so ein Fahrzeug voll. Das sind weniger Slots. Falsche Seite. Hier haben wir nur 2 Reihen plus 1. Okay. Ich denke, wir brauchen das zweite gar nicht unbedingt zu erschließen. Wir könnten das trotzdem machen. Kostet ja nichts, ne? Und dann karren wir den Sprit nach Hause. Ist natürlich nicht ganz so effizient. Wäre besser, wenn wir das Plastikzeug hier herstellen würden. Aber ich finde das cooler, wenn wir das alles nach Hause bringen und dann zu Hause die Fabriken hochziehen. Das ist einfach cooler, wenn alles an einem Ort steht. Dementsprechend machen wir das, glaube ich, so. Nehmen wir hier auch so ein Tier-3er. Bam. Und dann bringen wir das hier rüber, ne? So. Können ja auch mal so einen Pfosten hier setzen. Das ein bisschen erhöhen. Ungefähr so. Ach so, muss er wieder auswählen. Wir brauchen Tier 3. Ohne Tier 3 geht hier gar nichts. Und reicht das bis davor? Fast. Ist zu weit. Dann machen wir das bis hier. Und verbinden das dann mit einem zweiten Durchgang. Ungefähr so. Wunderschön. Dann brauchen wir noch Strom. Und dann sollte das wirklich super schnell voll sein. Mit 2 Vorkommen. Wir haben ja noch ein drittes in der Gegend. Das ist auch nicht weit weg. Ich muss mal kurz scannen, wo das ist. So. Ist verbunden. Da kommt das Öl. Scannen wir mal fix. Wo ist Öl? 200 Meter. Okay, also es gibt 3 Vorkommen. Da vorne ist noch eins in 200 Meter Entfernung auf der Insel. Das müssen wir uns nicht unbedingt holen. Ich denke, für einen Moment reicht das hier. Das ist schon ein Riesenhaufen. Okay, wir sind schneller als die Fässer aus irgendeinem Grund, ohne dass ich mich bewege. Lass mich mal hier raus. So. Wie sieht's aus? Super sieht's aus. Okay. Dann können wir den eigentlich mal direkt darunter parken. Das Teil hat ja schon Power. Das heißt, der müsste uns eigentlich beladen, theoretisch. Gucken, ob das funktioniert. So. Loading. Status. Okay. Alter, ist das schnell. Okay, das dauert wirklich nur so lange, wie dieser Balken jetzt hier zu sehen war. Der lädt das Fahrzeug in ein paar Sekunden voll. Dann fahren wir das jetzt nach Hause, ne? Moment. Ich muss ja den Weg aufzeichnen. Jetzt lädt er wieder auf. Wir kommen nochmal neu. Das heißt, wir werden nochmal neu beladen. Und? Bam! Okidoki. Wie viel Sprit haben wir? Wir brauchen viel Sprit. Können wir Öl verbrennen? Gute Frage. Das packen wir alles rein. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich fahre jetzt einmal hin und zurück. Brauchen wir nicht ganz, aber wir brauchen ein bisschen was davon. Und ich zeichne jetzt den Weg auf. Hey, aufzeichnen. Yeah, Tröte haben wir. Ich bin gerade am Überlegen, wieso das Aufzeichnen nicht funktioniert. Recording. Das ging früher mal auf C. Okay, wir sind jetzt wieder zu Hause in unserer Basis und ich habe das Spiel neu gestartet und jetzt funktioniert es wieder mit C, dieses Radialmenü aufzurufen und da können wir jetzt dann auch Start Recording hier machen und anfangen, den Weg aufzuzeichnen. Das werde ich dann gleich machen und dann probieren wir das mal aus, wie das funktioniert. Wir brauchen natürlich vorher eine Spritquelle. Der fährt im Moment noch mit Biosprit, das wollen wir nicht, sondern wir müssen vorher mal anfangen, hier die Fabrik hochzuziehen und uns Fuel herstellen, also praktisch so erdölbasiertes Fuel. Das können wir machen aus diesen Ressourcen, die wir hier jetzt geholt haben. Aus diesem Crude Oil können wir, ich glaube 8 Crude Oil sind irgendwie ein Haufen Sprit. Das können wir auf jeden Fall herstellen, habe ich schon geschaut. Und das müssen wir dann hier in diese Anlage, in diese Truckstation reinpumpen. In die beiden Tanks da oben wahrscheinlich. Und es müsste dann hier drin landen. Und der füllt dann automatisch den Truck auf, jedes Mal, wenn der hier ankommt. Das müssen wir vorher machen, sonst geht uns irgendwann der Sprit aus und der Truck bleibt irgendwo auf der Strecke liegen. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir das vorher noch vorbereiten, damit es auch wirklich funktioniert. Und dann gibt es natürlich unglaublich viel zu tun. Wir müssen die ganzen neuen Fabriken aufbauen. Wir müssen Plastik herstellen. Wir müssen Gummi herstellen, wir müssen Computer und alles, was wir sonst noch so brauchen, herstellen. Da gibt es also mega viel zu tun.
Und da bin ich richtig gespannt drauf. Mal gucken, wie wir das machen. Ich glaube fast, also wir könnten auf jeden Fall ein neues Gebäude hochziehen. Ich bin am überlegen, ob wir so ein Erdöl-Raffineriegebäude praktisch hochziehen. Vielleicht in Gelb. Das würde dann so ein bisschen anders aussehen, wenn wir da einfach mal die gelben Bauteile verwenden. Die Dinge. Gelbe Walls. Können wir uns überlegen. Die sehen halt auch cool aus, ne? Ich weiß gar nicht, wo innen und wo außen ist. Kein Plan. Das ist bestimmt innen, oder? Dann ist das außen. Die. Ja, also die sehen auf jeden Fall cool aus. Und würde so ein bisschen anders aussehen. Vielleicht machen wir das, dass wir hier drüben so ein gelbes oder braun-gelbliches Gebäude aufbauen. Die gefallen mir auf jeden Fall auch. Kostet ja scheinbar genau das gleiche. Sieht halt ein bisschen anders aus. Und bringt so ein bisschen Abwechslung hier in unsere Fabrik-City. Okidoki. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam wieder gut sein. Wir haben schon wieder unglaublich lange gebraucht, um das hier aufzubauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Erdölförderung aufgebaut. Wir haben zwei Truckstations, um das hierher in unsere Base zu transportieren. Und jetzt müssen wir das natürlich dann nutzen, um daraus die entsprechenden wertvollen Teile für uns zu bauen. Es gibt ja noch den ein oder anderen Soundbug, vielleicht ist es euch auch schon aufgefallen. Ich bin jetzt ausgestiegen, normalerweise müsste der Motor aus sein, der Truck macht trotzdem noch Geräusche. Genauso die Kettensäge, jedes Mal, wenn ich die wegstecke, dann bleibt an dem Ort, wo ich die Kettensäge einstecke, immer noch der Kettensägen-Sound. Und dann kann man da so außen rumlaufen und hört immer noch seine Kettensäge, die man da irgendwie weggesteckt hat. Das ist ein bisschen komisch, aber nach dem Neustart funktioniert das dann wieder. Das ist so ein typischer Soundbug, den es in vielen Early Access Titeln gibt. Das kommt immer wieder vor. Kennen wir schon. Dann war es das aber für heute. Wir müssen schon wieder Schluss machen, obwohl es noch unglaublich viel zu tun gibt. Das müssen wir dann in der nächsten Episode angehen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen und ihr hattet Spaß. Wenn ja, lasst doch ein Like da, dass ich Bescheid weiß. Und nächste Episode geht es dann tief in die Plastik- und Gummifabrikation. Danke euch fürs Zuschauen, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss.